Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, am Design und an den Funktionen und am Bau habe ich wirklich Spaß. An diesem gepanzerten Mannschaftstransporter von Blue Bricks. Es ist natürlich, wie Kenner der Alien-Reihe, der Filmreihe wissen, ein 577er APC, Armored Personnel Carrier, also ein kleiner Transportpanzer aus dem zweiten Teil der Alien-Reihe, dem mit Abstand besten, nicht nur meiner persönlichen Meinung nach. Darüber können wir aber nachher was reden. Das Teil habe ich gesehen und nur anhand von den Blue Bricks Bildern und gedacht, wow, wenn nur die Hälfte da mal so umgesetzt ist, dann ist es geil, auch wenn die Steine zweiklassig sind. Und da kommen wir wieder wie üblich am Anfang zu den zur Steinequalität. Wir haben Farbunterschiede. Ja. Grau ist immer ein bisschen schwieriger, aber man kann es sehen. Es gibt welche. Ja, es ist nicht so schlimm, es ist jetzt noch im Okay-Rahmen. Allerdings muss man dazu sagen, dass in diesem Fall der matte Look der Steine, dadurch, dass es nicht immer perfekt sauber entgratet ist, das Ganze einen sehr, sehr guten Used Look gibt. Und das finde ich zu begrüßen, denn was Tolle an Alien und Alien 2, vor allem auch bei Alien 2, ist, die ganzen Science-Fiction-Geräte, mit denen die rumfliegen, mit denen rumfahren und so weiter, sehen benutzt aus. Die sehen so aus, als würden sie auch gebraucht und nicht so direkt aus der Fabrik. Und das finde ich grandios. Und für das sind diese zweiklassigen Kunlongsteine mit ihrer doch schwankenden Klammkraft zwischen ich halte gerade so eben oder ich drücke mir einen kleinen Wolf, eben doch gut für den Look. Ne? Also nochmal kurz zusammengefasst, schwankende Klemmkraft, Farbunterschiede, nicht sauber entgratet, matt glänzend und natürlich Kratzer. Ne? Aber wie gesagt, ich finde das hier, also wenn man jetzt mal hier mal die Platte anschaut, dann sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ne? So. Das ist. Aber okay. Steinigkeit, kommen wir zu dem, was Schönes. Das Design ist fantastisch. Also jetzt den Rundumblick hatten wir. Jetzt gehen wir mal von vorne. Wir haben hier die tolle Front. Die ist richtig cool. Hier das kleine Sichtfenster, wie es auch im Echten ist. Das Geschütz hier vorne kann man drehen. Finde ich cool, wie es sich gehört. Dann gehen wir mal auf diese eine Seite. Die Seite mache ich noch nicht. Hier sehen wir die schönen Formen. Gefallen mir super. Die Reifen. Also mit den schönen Schüsseln. Abschluss auf den Felgen. Hier das Gittergerost. Die kleinen. Was sollen das sein? Ich glaube, das sind so Auspuff, ne, auf der Seite so oder so. Es gefällt mir super, die ganze Schräge mit dem Geschütz da oben, das sich auch noch bewegen kann. Das zeige ich gleich von hinten. Richtig, richtig cool. Und von oben. Und jetzt kommt die coolste Seite, weil wir haben hier nämlich noch eine Schiebetüre. Super. Grandios, fantastisch, richtig cool. Und man kann das Ganze noch von innen anschauen, es gibt nämlich noch mehr. Jetzt, wir haben hier eine Funktion, dieses Teil, dieser Geschützaufsatz, der lässt sich in alle Richtungen super bewegen, also auch 360 Grad. Und dann kann man das noch, sollte man aber ein bisschen Vorsicht walten lassen, links und rechts hier halten. Und dann kann man das schön vorsichtig nach hinten ziehen, umdrehen und dann hat man wie im Film, hängt er dann flach hinten. Das ist dafür da, wenn man halt irgendwo tief durch muss. Ja? Finde ich doch klasse.
finde ich doch richtig, richtig klasse. Und jetzt habe ich was losgelöst. Das ist leider ein kleiner Nachteil. Es ist halt ein Displaymodell, ne? Aber das war ja zu erwarten, nicht? Es war zu erwarten. Ich habe doch jetzt irgendwo noch einen verflixten Teil herum. Ah, da. So, jetzt hält's wieder. Gut. Man kann hier jetzt nämlich aufklappen, dann das Ganze vor sich rausnehmen. Wir haben einen Geschützturm dabei. Komme ich nachher drauf zu sprechen. Das ist einfach zwei Paneele mit dem Aufsatz. Und jetzt kann man nämlich hier wunderbar vorne reinschauen. Und wir haben Gangschaltung. Und was ganz, ganz grandios ist, wir haben hier das Fernrohr, wo man runterziehen kann. Es ist schwarz in schwarz, ich weiß nicht, wie man das sieht. Aber es ist jedenfalls klasse, dass man da das Fernrohr hat, dass sie da vors Auge turnen, um zu sehen. Grandios das Detail. Wir haben hier noch die Möglichkeit, das da hinten zu lösen. Upsi. Ja gut. Es ist ein Displaymodell und nicht dafür da, dass man das so aufnimmt. Aber trotzdem. Guck mal da rein. Waffenschrank. Sitze, Sitze, Sitze. Ist doch grandios gemacht. Das nenne ich mal Detail. Jetzt sieht man es also richtig da oben hier auch den kleinen Bildschirm, der Rausguckloch, wo er noch rausschauen kann. Grandios, oder? Also ich finde das richtig, richtig, richtig klasse. Wenn ich das jetzt schon gerade hier oben habe, ihr seht zum Beispiel, das sind nur zwei Teile, die an zwei Noppen da unten drauf kommen. Ist natürlich klar, wenn man dran kommt, ne, dann fliegt es weg. So, jetzt kann man das schon wieder festmachen. Und Klappe zu, Türe zu, Transporter parat. Hier. Diese Geschütztürme, davon hätte ich mir jetzt echt zwei gewünscht. Ich bin ja sonst eher pazifistisch unterwegs. Echte Waffen, echte Panzer, echte Kampfflugzeuge, echtes Kriegsgerät will ich nicht. Science-Fiction-Film ist allerdings was anderes. Und in dem Film gibt es ja das ist eine von diesen ganz genialen Momenten. Achtung, es wird gespoilert. Sie sind in einem Raum, haben sich verschanzt. Und dann haben sie draußen zwei von diesen Geschütztürmen da drin. Und dann siehst du, wie die langsam immer leer rattern, während unglaublich viele Aliens auf sie zukommen. Und die zwei halten das durch. Und du weißt nicht, reicht die Munition für all die Aliens oder nicht? Und du siehst dann hier die Digitalanzeige, wie die Zahl immer kleiner wird. Während die automatisch rumballern auf die Aliens. Hätte ich mir gerne zwei gewünscht. Ja, egal. Es ist grandios designt. Gefällt mir super. Nachteile. Es sind Kunlongsteine. Mehr Nachteile gibt es nicht, weil es ist absolut logisch, dass das kein Spielmodell ist. Und jeder Erwachsene kann vorsichtig genug damit hantieren, dass es nicht gerade auseinanderbröselt. Und das bei diesem Design ist super. Gut, dann die Bauanleitung ist wie üblich eine PDF, die ihr dann runterladen könnt. Könnt ihr auch ohne, dass ihr es gekauft habt. Und hier seht ihr mal, na,
So, was da so abgeht. Ihr habt hier oben, das ist jetzt mal eins von den anspruchsvolleren, da habt ihr hier die Teileanzahl und dann müsst ihr hier unten, seht ihr das blau umrandet, da müsst ihr dann drauf kommen, wie man das Ganze baut. Ja? Ist aber wirklich kein Hexenwerk. Und das Schöne am PDF ist, man kann es groß, klein, heller, dunkler machen, wie man will. Ich persönlich baue sehr gern nach PDF. Muss jeder selber wissen. Einige sind lieben es nur oldschool. Egal, ihr bekommt das nur damit. Lässt sich super nachbauen. Ich habe hier keine Baufehler drin vorgefunden, was auch schon passiert ist bei Blue Brick Special, aber in diesem Fall nicht. Wir haben hier also ein richtig, richtig gelungenes Teil und der Bauspaß ist wirklich super, weil man unglaublich viele interessante kleine Bautechniken drin hat, um das Ganze hinzukriegen. Hier baut man viel mit Bruchsteinen, Baurichtungsumkehrern. Ich meine, die ganzen Details, da oben eine Klappe, damit man das da richtig rausnehmen kann. Beweglicher Geschützturm, der nach hinten kommt, die ganzen Details, dass man den da hier bewegen kann, das, was man so einbaut, das ist der Hammer. Die Reifen zum Beispiel, ja, also wenn ihr das seht, die Eiern, ja, also die hinkriegen, dass die nicht eiern, das ist fast praktisch nicht möglich. Die Reifen sind auch dünner als die Felgen darunter. Die haben halt den Kompromiss gemacht, damit das Ganze funktioniert. Okay, das sind halt die Kompromisse, die man eingegangen ist, um das Design hinzukriegen. Und ich finde, das rechtfertigt es. Ich meine, wie gesagt, ich kann es ja so halten, es fällt nicht auch gleich auseinander. Es sind halt bloß ein, zwei Stellen, die halt nun mal nicht ganz so perfekt befestigt sind. Also beziehungsweise nicht an genügend Noppen dran halten, um den Spielbetrieb zu überstehen. Ne? Aber wurscht. Das ist nichts für Kinder. Der Film ist auch nichts für Kinder. Wenn ihr übrigens die Filmreihe noch nicht gesehen habt, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, interessiert mich mal. Es gibt ja unglaublich viele Diskussionen über den dritten Teil. Also mal den ersten, das ist wie Terminator. Der erste Alien-Film ist unter heutigen Aspekten eher etwas langatmig. Nichtsdestotrotz immer noch absolut sehenswert, aber doch eher langatmig. Der zweite Teil ist das absolute Actionbrett und zeigt uns richtig Lieutenant Ripley als Actionheldin, als erste Actionheldin im Kino. Und das auf eine hammergrandiose Art. Sie ist Vollfrau, sie ist Vollheld, sie ist voll cool. Punkt. Und das schaffen die meisten Actionheldinnen leider bis heute nicht. Charlize Theron ist noch eine von den wenigen. Dann kam der Alien 3 und da waren die Leute ja gespalten. Also ich persönlich finde ihn recht gut. Ich meine, wenn ich mir überlege, nachdem James Cameron das Technikbrett abgeliefert hat mit Aliens, also das Alien 2, Aliens die Rückkehr, das konnte man gar nicht überbieten. In seiner ganzen Actionpracht und allem ganzen Zeug. Und da hat David Fincher, ein sehr bekannter Regisseur vielleicht von euch, kennen einige, Seven und so weiter, der ist dann hingegangen und hat dann das Ganze halt als Auftragsarbeit wieder reduziert auf diesen Mond, auf diesen Minenmond. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool. Und für mich war das auch ein guter Abschluss der Reihe, wo sie dann nachher stirbt. Der vierte, der ist ja zum Davonlaufen. Ich meine, das ist Verschwendung von Geld, Talent seitens Regisseur, denn der Regisseur, der Genet, ist einer der besten, also ja, einer der besten und momentan der beste lebende französische Regisseur. Family, Fabelhafte Welt der Amelie, sollte man gesehen haben, Delikatessen, Stadt der verlorenen Kinder und. Der hat als Auftragsarbeit für Hollywood Alien 4 bekommen. Geht es euch auch so, dass ihr da beim Schluss, wenn dieses Mensch-Alien-Hybrid, wieso auch plötzlich ein Hybrid rauskommt, während Alien sonst nie irgendwelche Hybrid-Gedanken hatten, ja,
Dass das nicht noch Mama schreit, ist doch gerade alles, oder? Ja. Mama! Meine Herren. Meine Herren. Und danach Covenant, ich meine. Egal. Was mir dort missfällt bei der ganzen Prometheus-Reihe, oder der Ridley Scott hat ja dann versucht, wieder das Ganze wieder zu beleben. Was mich dann auf den Keks geht, ist, wieso muss wieder mal der Mensch sich selbst vernichten? Das hatten wir jetzt zu Genüge. Es wäre so viel cooler gewesen, wenn entweder diese komische Alien-Rasse, die uns erschaffen hat, die Aliens erschaffen hätten. Wäre so viel cooler gewesen. Aber nein, es waren wir indirekt über den Androiden. Langweilig. Ja, nu, wem es gefällt, kann es angucken. Wenn wir schon dabei haben, Alien vs. Predator war cool. Leider nur ein Appetithäppchen. Und den zweiten, hat einer von euch den mal richtig gesehen? Also falls es einer behauptet, dann lügt er, weil der Film ist so dunkel, wir können gar nicht beurteilen, ob der gut ist oder schlecht. Ich habe das mal probiert auf dem Tablet und habe dann die ganzen Helligkeit, alles, was ich noch machen konnte, vom Player und sonst was, so hell wie irgend möglich. Du hast dann nachher hellgraue Schattenlinien, aber du siehst nichts. Weil im ganzen Film siehst du nichts, kein Mensch kann beurteilen, ob Alien vs. Predator 2 ist, gut ist oder schlecht. Okay. Gut, kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück. Das Fazit. Also, in der Regel gebe ich bei zweiklassigen Steinen nie eine Empfehlung ab. Hier kommen aber zwei Dinge zum Tragen. Erstens, der Used Look wird durch die Qualität, durch die zweiklassigen Steine unterstützt und passt perfekt. Und das Design und die Konstruktion ist einfach grandios mit dem super Bauspaß. Von daher bekommt es für Fans und also für die, die jetzt wissen, worauf sie sich einlassen, eine Empfehlung. Okay? Ja, kann passieren. Bin mal gespannt. Sie haben noch den Truppentransporter, das Transportflugzeug dazu. Mal gucken. Okay, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, habt viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.